Mein Name ist Alois Frotschneck. Ich bin der Leiter des Bachelorstudiengangs Medientechnik hier in der Fachhochschule St. Pölten und ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Das Studium Medientechnik geht darum, dass man sich um Medienproduktion von der technischen Seite beschäftigt. Im ersten Jahr dieses Studiums geht es im ersten und im zweiten Semester darum, einmal die Grundlagen zu erlernen oder sich zu erwerben. Bei den Grundlagen haben wir einerseits so technisch orientierte Grundlagen, da gehört auch Informatik, Programmieren dazu, es gehört auch etwas Mathematik für sich dazu, aber medientechnische Grundlagen, da kommt Audio-Videoproduktion, da kommt eben interaktive Medienproduktion dazu. Aber dabei steht auch im Fokus, dass man im Team zusammenarbeitet, ja, weil eine Medienproduktion wird man üblicherweise nur in einem Team machen. Im zweiten Studienjahr, da geht es um die Vertiefungsrichtungen und um Schwerpunkte. Da gibt es die Vertiefungsrichtung Audio-Video und es gibt die Vertiefungsrichtung interaktive Medien. Und im dritten Studienjahr arbeitet man an einem großen Projekt, sehr praxisorientiert, gemeinsam zusammen und macht auch das Berufspraktikum. Ja, in Medientechnik haben wir zwei Vertiefungsrichtungen. Die audiovisuelle Medienproduktion ist ein großes Thema und diese Vertiefungsrichtungen nennen wir kurz Audio-Video. Die andere Vertiefungsrichtung, interaktive Medien, hier geht es eben um Medienproduktionen, wo es um interaktive Anwendungen gibt. Und beide diese Vertiefungsrichtungen haben gemein, dass man jeweils solche Produktionen von Anfang, von der Idee über die Konzeption bis zur Umsetzung gesamtheitlich betrachtet. Neben den Vertiefungsrichtungen gibt es auch noch zusätzliche Schwerpunkte, die man individuell wählen kann. Da gibt es 7 Schwerpunkte. Einer ist zum Beispiel Musiktheorie und Produktion. Eine andere ist Fernsehproduktion. Das sind so Schwerpunkte, die zu Audio-Video passen. Eine andere Schwerpunktsetzung ist Spieleproduktion, Digital Game Production oder Webtechnologien. Die passen zu interaktiven Medien, aber beispielsweise ein Spiel braucht auch Bild, braucht auch Ton. Es gibt auch diese übergreifenden Schwerpunkte. Und da kann man eben eine Vertiefungsrichtung und einen Schwerpunkt wählen. Das Aufnahmeverfahren in Medientechnik besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil, da geht es darum, einen computerbasierten Test zu machen. Da ist es wichtig, dass man allgemeine Fähigkeiten, räumliches Denken, sprachliches Vermögen, aber auch rechnerische Kompetenzen mitbringt. Das heißt, da kann man üben, da gibt es Tests im Internet, die man machen kann, da kann man sich ganz gut damit vorbereiten. Ein weiterer Teil ist ein persönliches Gespräch. Ja, da ist es natürlich gut, wenn man sich gut präsentiert. Man soll sich auch natürlich erklären können, warum will man Medientechnik studieren. Und da ist es auch ganz gut, wenn man schon auch ein bisschen recherchiert hat, was gibt es denn für Firmen, ja, bei denen möchte ich vielleicht arbeiten. Ja, und das kann man sich auch gut vorbereiten. Und der dritte Teil, das bringt man das Zeugnis mit, das Maturazeugnis. Das wird nämlich auch mitbewertet. Das heißt, da kann man, wenn man jetzt vor der Matura steht oder im letzten Jahr steht, noch einmal ordentlich Gas geben in der Schule und gute Noten machen, die helfen dann auch dabei. Das sind die 3 Teile. Ja, Medientechnik ist ein Vollzeitstudium. Das heißt eigentlich so wie ein Fulltime-Job, wenn man arbeitet, dass man eigentlich den ganzen Tagesablauf darauf ausgerichtet haben soll, zu studieren. Und das besteht daraus, dass man hier an die Fachhochschule kommt, dass man hier an Lehrveranstaltungen teilnimmt. Das sind vielleicht 15, 20 Stunden in der Woche. Am Anfang ein bisschen mehr, je weiter das Studium fortgeschritten, ein bisschen weniger. Dann wird der Selbstlernanteil größer und das ist der zweite Teil. In Summe sind es in etwa 40 Stunden pro Woche, ja, die man aufbringen soll, um das Studium zu meistern. Dazu gehört eben auch nicht nur das Hiersein, das Selbststudium, auch die Prüfungen muss man machen und dafür lernen. Das alles zusammen.
Und da ist es gut, wenn man gleich von Anfang an die Strategie verfolgt, ich will mitlernen. Ja. Dabei zu sein, mitlernen, die Aufgaben macht, ja, die Projekte gleich mitmacht, damit man auch die Zeit über Semester gleichmäßig verteilt hat und nicht, dass am Ende vom Semester alles zusammenkommt. Das ist ein bisschen ein Geheimnis auch von jedem Studium eigentlich auch mitmachen. Aber unterm Strich, ein Vollzeitstudium bedeutet Fulltime. Ja, dann ist die Frage, geht es sich noch aus, neben dem Studium zu arbeiten? Weil sicher Geld ist auch eine wichtige Frage, dass man vielleicht zusätzlich braucht. Es ist vielleicht möglich, aber in einem geringen Ausmaß. Studium ist anspruchsvoll und es erfordert die Aufmerksamkeit. Wenn man jetzt nebenbei was arbeitet, ein Nebenjob, das wird sicher gehen. Man muss sich die Zeit einteilen, man muss berücksichtigen, habe ich Fahrzeiten, wo ist der Job, wo wohne ich und so weiter. Das alles muss man berücksichtigen. Dann machen das auch Studierende und das kann man machen. Aber es ist Disziplin dazu, nötig dafür und dann geht das. Ja, nach dem Studium arbeiten gehen. Endlich im Traumjob, im Medienbereich auch arbeiten. Deswegen kommt man auch zum Studieren. Wie geht es dann weiter? Die Medienarbeit oder Jobs gibt es zu einem sehr großen Teil in dem sogenannten Kreativwirtschaftsbereich, die Creative Industries. Ja, das ist einmal das, wenn man vom Audio-Video-Bereich kommt, sind die Unternehmen, die dort tätig sind. Natürlich sind es auch die Produktionsfirmen, Fernsehfirmen genauso. Da gibt es eine große Anzahl. Der ganze Bereich der neuen Medien wird das immer noch genannt, obwohl der Begriff ja schon alt ist. Das ist die Web-Technologien, diese Agenturen, die in diesem Bereich arbeiten. Auch da gibt es viel Anfragen an uns für Jobs. Und dann gibt es auch die klassischen Unternehmen, die Medien auch im Unternehmen haben. Ja, über die Digitalisierung sind Medienproduktionen vielfältig. Und da, auch da gibt es viele Jobs. Das heißt, es gibt eine breite Palette von Unternehmen, ja, wo man Arbeit finden kann. Und dann, wenn wir jetzt Corona anschauen, haben wir eine Branche, die ist ganz schwierig ist, Eventbranche, keine Veranstaltungen. Das geht hoffentlich wieder vorbei, aber das ist auch der Bereich in Medien. In Medientechnik haben wir ein Partnernetzwerk von Hochschulen in Europa und auch weltweit, das es ermöglicht, im Ausland auch zu studieren. In Medientechnik ist es am besten, im dritten Studienjahr das zu machen. Im fünften oder im sechsten Semester. Über das Partnernetzwerk von Hochschulen kann man eben das Semester in Europa zum Beispiel im Rahmen eines Projektsemesters, das wir hier auch in St. Pölten haben, auch zum Beispiel in Portugal machen oder in Finnland, in Holland, in Frankreich. Das Interessante dabei ist, das wird in Englisch gemacht. Das heißt, man muss die Landessprache nicht können. Das kann man dort lernen, aber zum Studium muss man Englisch können. Darüber hinaus haben wir andere Partnerhochschulen, die sehr fokussiert im Medienbereich sind, wo man ein normales Semester macht mit Lehrveranstaltungen. Und dann haben wir weltweit, zum Beispiel in Singapur, in den USA, Partnerhochschulen, wo man auch dort ein Semester studieren kann. Das ist der erste Teil. Wenn man ein gesamtes Jahr studieren will im Ausland, dann kann man auch noch das Praktikum mitmachen. Das heißt, in einem Unternehmen auf der ganzen Welt finden, dort das Praktikum absolvieren und so kann man das fünfte und das sechste Semester international arbeiten. Wer aber nicht ins Ausland gehen will, aber trotzdem auch in Kontakt kommen will mit Studierenden, dann haben wir in St. Pölten auch eine interessante Möglichkeit. Nämlich die Studenten, die zu uns kommen, als internationale Studierende, mit denen gemeinsam kann man auch hier bei uns studieren in einem Projektsemester, das wir in Medientechnik haben. Also auch hier gibt es viele von Möglichkeiten, internationale Luft zu schnuppern, sei es in St. Pölten sogar oder eben auf der Welt. Danke für die Aufmerksamkeit, die Sie mir jetzt geschenkt haben. Ich hoffe, Sie haben an Medientechnik Interesse gefunden, wollen sich weiter informieren, dann machen Sie das. Es ist ein spannendes Studium, das einem auch das ganze Leben dann begleiten kann.